Leute, was geht ab? Junge, musst du jedes Mal reinreden, wenn wir aufnehmen. Digga, das ist einfach, das mach ich bei jedem. Was geht ab, Leute? Was geht ab, Leute? Und heute mal wieder ein neues Video auf meinem Kanal. Zusammen mit Standard stinkt. Standard-Skill stinkt. Ja, richtig. Ja, richtig. Junge, lumm nicht rein. Warte, ich mach grad echt immer von vorne. Red einmal bitte nicht rein, okay? Nein, ich red rein, so wie ich will. Ja, Leute, ja, was geht ab? Schade, heute mit einem neuen Video mit Ebelix. Ja, Leute, was geht ab? Ja, Leute, was geht ab? Im Schad. Junge, ich krass gleich. Tschüss. Digga, du startest hier kein Video, ohne dass ich reinrede. Das möchte ich nicht. Ja, Leute, was geht ab? Ja! Kannst du bitte mal ganz kurz den Maul halten? Nee, Ebelix möchte das nicht. Ich hasse. Warum nehme ich mit dir auf? Digga, jetzt fang endlich dein Video an. Egal, was geht ab, Leute. Ja, herzlich willkommen. Was geht ab, Leute? Der Vibe am Start. Ich hab doch meine Begrüßung jetzt schon gemacht. Achso, ja, du hast es schon 10 Mal gemacht. Ich weiß ja nicht, wann du aufnimmst, aber wann das hier losgeht. Leute. Was? Okay, jetzt fang an. Erklär den Leuten, was wir heute machen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Was geht ab, Leute? Zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr hört schon, Standard-Skill ist heute auch mal wieder mit am Start. Was geht ab? Was geht ab? Freut mich hier nicht dabei zu sein. Ja, mich auch nicht. Auf jeden Fall, Leute, heute gibt's mal ein neues Format hier auf meinem Kanal. Ich habe mir noch was Cooles überlegt. Und zwar suche ich mir jetzt immer YouTuber raus und wir. Ach so, ja, sorry, Digga. Soll ich gehen, oder? Lass mir weiter, Digga. Ich hab gerade eingenickt. Auf jeden Fall, Leute, in dem Format geht es einfach darum, dass wir uns gegenseitig 5 Fakten von uns vortragen. Also Philipp erzählt zum Beispiel, keine Ahnung, ich wurde in der Schule immer geschlagen. Da muss ich raten, ob das halt wahr ist oder nicht. In dem Fall war es jetzt gerade wahr. Ist aber auch egal. Und so tragen wir uns halt einfach gegenseitig 5 verschiedene Fakten vor und müssen halt erraten, ob die real sind oder ob die fake sind, Leute. Am Ende gucken wir dann mal, wer gewinnt. Und ich habe heute richtig, richtig kranke Fakten und ja, mal gucken, ich werde dich richtig zerrippen. Soll ich anfangen? Noch ganz kurz, schreib in die Kommentare, mit was für YouTuber ich das noch machen soll. Dann schreibe ich die mal an, ob die nicht auch mal Bock haben, dabei zu sein. Alle mit Nebelix rein. Mit Nebelix. Ja, kann man bestimmt auch mal machen mit Nebelix. Nebelix, bist du bereit? Nebelix ist bereit. Ich glaube, Nebelix hat in seinem Leben ja auch schon echt verdammt viel erlebt, deswegen. Er hat schon sehr viel erlebt. Aber genau. Hallo. Egal, fangen wir an mit dem ersten Fakt und dann mal gucken, Junge. Okay, ich sag an, ja? Ja. Pferde sind meine Lieblingstiere, weil Philipp eigentlich Pferdefreund heißt. Das ist fake. Wie, was fake? Ja, das ist fake. Philipp heißt wirklich Pferdefreund. Hä, warum? Ja, keine Ahnung, das ist die Wortbedeutung, Digga, von Philipp. Laber kein. Aber es kommt ja darauf an, ob es meine Lieblingstiere sind. Nein, das sind nicht deine Lieblingstiere. Ja, hast recht. Ja, als ob. Junge, ich kann mir das so gut vorstellen, wie Philipp jeden Morgen in seinem Stall sein Pferd kämmt. Komm, heute gehen wir eine Runde reiten. Komm, Hü-Hot, heute gehen wir reiten. Du hättest ein Lieblingspferd, aber nur, wenn es das in Fortnite gäbe. Ansonsten, ja, servus. Oder deine Freundin. Wird Zeit weiterzumachen hier. Ich. Digga, da ist der Panzerfaust auf dich geschossen, Alter. Du kleiner Wichser, warte ab. Ich mach direkt den nächsten und zwar, ich habe meine Realschule damals wegen YouTube abgebrochen, als ich 17 war. Stimmt nicht. Bist du sicher? Ja, bin ich mir sicher. Und warum bist du nicht so dumm bist und deine Realschule abgebrochen hast für YouTube. Danke. Also sag, bist du ganz sicher? Hast du wirklich gemacht, Digga? Nee, hast du niemals gemacht. Ja, du musst das jetzt sagen, ist fake oder nicht? Ich sag, hast du nicht gemacht. Okay, hab ich auch nicht, Digga. Und meine Realschule abbrechen, ich bin das? Das war schon, ich hab's zuerst überlegt, aber ich dachte, so schlau bist du, um das nicht zu machen. Das Ding ist, es gibt ja wirklich YouTuber, die ihre normale Realschule abbrechen, weil sie denken, yo, ich werde jetzt berühmt und reich wegen YouTube. Leute, macht sowas niemals, auch wenn ihr da draußen vorhabt, YouTuber zu werden, brecht die Schule nicht ab, dann vernachlässigt die nicht wegen YouTube, das ist echt ein Hobby. Klar kann da mal was draus werden, aber keine Ahnung, vernachlässigt nicht die Schule, das ist einfach richtig dumm, sowas zu machen. Ja, das Ding ist, das kann heute laufen und morgen schon wieder nicht so laufen. Ja, das ist halt YouTube, Leute, das ist halt mega schnelllebig, aber was ich dazu sagen muss, ich habe mein Fachabitur abgebrochen wegen YouTube. Ah, okay, aber man muss dazu sagen, ich habe eine Ausbildung angeboten bekommen damals, alles deswegen, Leute, ich wollte eh nicht studieren, deswegen war es auch nicht so schlimm, aber ja. Hast du Ausbildung? Nee, ne? Nee, nee, leider nicht. Ah, dumm. Hast du eigentlich eine Ausbildung? Na klar, Digga, Bürokaufmann. Hast du im Büro? Laber doch nicht. Klar, Digga, auch abgeschlossen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie Philipp da sitzt. Guten Tag, soll ich das schreiben? Ja, so wie hier, als wenn ich zocke, Digga. Ja, moin, man kennt dich. Schrei aus dem Himmel! Egal, haben wir den nächsten. Okay, ich habe mich schon mal heimlich mit deiner Mutter getroffen. Boah, meine Fresse. Der Junge, das ist so schlecht. Natürlich nicht. Scheiße, nein. Es ist wahr, Digga. Es ist wahr, doch. Junge, du verwechselst das. Ich habe mich mit deiner Mom getroffen. Nee, okay, weil das war nur ein Spaß, Digga. Das war nur ein Spaß, aber ich wollte gucken vielleicht, ob du ein bisschen ins Straucheln gerätst. Ja, wahrscheinlich denke ich mir, oh, hat meine Mama das echt gemacht? Mein nächster Fakt, mein zweiter Vorname ist Oswald. Nee, niemals. Also wenn du wirklich Oswald
Pass auf, das Ding ist das halt... Das Ding ist, in diesem Format wird wieder so viel von mir preisgegeben, was man gar nicht will, Junge. Ja, pass auf, das Ding ist halt, wenn du wirklich Oswald heißen solltest mit zweitem, also würdest du ja Lukas Oswald Michels heißen, ne? Ja, ja. Und das Ding ist... Digga, die Leute würden dich so fertig machen, die Leute würden dich zerstören, Bruder. Ja, ich sag das ja keinem, wenn ich so heiße, sondern steht ja nur auf dem Oswald. Nee, aber ich weiß nicht, ist fake oder jetzt nicht? Jetzt weiß, ich sag nein, niemals. Sicher? Das wäre aber lustig, wenn du so heißen würdest. Nein, als ob ich Oswald heiße. Digga, ist wirklich, war ich ja, ich hätte schon noch Oswald genannt, Digga. Ja, moin, Grüße gehen raus an Playscroft. Der heißt nämlich wirklich mit zweiten Namen Oswald. Ja, gut, das ist eigentlich... Ich dachte, wäre krass. Ich dachte, du würdest jetzt so denken, so, boah, das kann sogar echt sein, weil ich habe noch nie irgendwas davon erzählt. Aber egal, Leute. Komm, hau mal den nächsten Fakt raus. Ich heiße auf jeden Fall nicht Oswald. Ich hatte schon mal einen Autounfall. Also richtig Unfall, so mit Polizei und alles. Nicht so irgendwie irgendwo gegengefahren und dann einfach selbst, also richtigen Autounfall. Ja, doch, es war... Ja, hast recht. Hast recht. Erzähl so mal, was passiert. Ja, so eine Eulen hinten raufgefahren, so eine... Also es war nicht mal schnell gewesen, es war damals noch mein Ford Fiesta. Okay. Da fährt so eine Olle, Alter, die fährt irgendwie aus so einer Parklücke raus, zieht dann voll mit mir so rein und bremst dann und dann bin ich hinten draufgefahren. Bruh. Weil ich gerade irgendwie nach links geguckt habe oder so. Die Karre komplett freckt, oder? Ja, also das war auch wirklich nicht schnell gewesen, aber Auto war eigentlich hin gewesen. Ja, moin. Traurig. Solange das nicht mit dem AMG-Zi passiert ist, dann war das okay. Ja, ja, ist auf jeden Fall so. Ich mach mal den nächsten Fakt und zwar, ich habe neben meinem YouTube-Kanal, also ich habe ja mehrere deutsche YouTube-Kanäle, noch einen russischen YouTube-Kanal mit meiner Freundin, von dem aber niemand weiß. Ja, ich weiß ja hier Slivki-Show und die, das gibt ja auch hier Jumanji-TV und so, die machen ja... Warte mal, da müsste ich vielleicht doch wissen, hast du den seit, wenn denn, seit kurzem oder hast du den schon länger? Ja, weiß ich ja nicht, vielleicht ist er fake oder wahr. Ne? Also ich sag, ja, ihr habt einen. Ganz sicher? Ja. Ja, haben wir auch. Oh shit, Digga. Das sind so Sachen, die wollte ich niemals irgendwem sagen, aber wir haben, also, ne, man sieht mich da nicht oder so, aber ich kann ja auch kein Russisch reden, aber meine Freundin, und da haben wir so einen Kanal. Aber was macht ihr für Videos? Ja, ein paar Pornos und so, weißt du doch. Sein Spaß. Leute, ich werde niemals irgendwas drüber erzählen, mir ist scheißegal. Oh shit, dass man das einfach weiß, Digga. Bis jetzt hast du echt alles richtig gehabt von mir, ne? Ja, krass, wa? Ja, aber du auch, ne? Ja, ja, ja. Du auch. Egal, komm, okay. Hau mal den nächsten raus. Ich habe schon mal in einen Einkaufsladen mehr als 50, Sachen im Wert von mehr als 50 Euro geklaut. Safe, ja. Ja, gut, stimmt. Nope. Ja, gut, miese Zeiten, Digga, miese Zeiten. Man macht immer mal Dummheiten, Freunde, sollte man natürlich nicht machen, aber... Die YouTuber, die hat nicht gelaufen, Digga. Ja, man kennt ihn. Hey, was hast du geklaut damals? Ich glaube, das war irgendwelche Schnapspullen oder so. Jo, Digga, immer richtig. Die ja weiterverkauft worden sind. Grüße gehen raus. Ich habe früher immer diese so. Zeiten. Kennst du diese Zeitungen, wo Yu-Gi-Oh!-Karten noch so. Du kaufst diese Zeitung, da ist eine besondere Yu-Gi-Oh!-Karte drin oder so. Ja, 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 kenn ich. Ich habe früher immer die Packung aufgemacht und die Karte einfach rausgenommen. Das war ja eigentlich kein Clown. Ich habe die Zeitung ja nicht geklaut, nur die Yu-Gi-Oh!-Karte, aber ja. Passiert, krass. Egal. Ich hau mal den nächsten raus und zwar, ich bin adoptiert. Nee, bist du nicht. Bist du sicher? Ja, sehr sicher. Bist du ganz sicher? Zu 110% bin ich mir sicher, dass du nicht adoptiert stimmt bist. Stimmt auch, Junge. Was ja, los? Das sind einfache Dinger. Ah, das sind so Sachen, aber hey, warum bist du dir so sicher? Das kann doch immer sein, dass man irgendwie was nicht erzählt hat oder so. Da war ich mir immer sicher, aber ich habe jetzt noch eins, was du, glaube ich, nicht erraten wirst. Okay, hau raus. Ich wurde mal von der Gamescom rausgeworfen. Also allgemein in der Zeit, wo ich mal da war. Boah. Alter, das Ding ist, letztes also, Jahr haben wir eigentlich fast jeden Tag was zusammen gemacht. Da ist auf jeden Fall nicht passiert. Also letztes Jahr war es definitiv nicht, nee. Wenn vorletztes Jahr habe ich dich einmal ganz kurz, da habe ich dich noch gar nicht gekannt, da habe ich dich nur ganz kurz mal gesehen, wo ich mit Max unterwegs war, so bei Crimex. Ich weiß nicht, da war auch mittags und da warst du auf jeden Fall nicht bei der Gamescom. Aber ich wüsste da nicht, warum du rausgeschmissen wirst. Wobei, ich kann mir das voll gut vorstellen, dass du dich mit irgendeinem Security-Typ angelegt hast oder so. ich sag einfach, das stimmt. Nein, stimmt nicht mehr! No! Scheiße, du bist auf der Gamescom. Hallo, hallo, hallo. Ja, Junge, wo soll ich das wissen? Krise, Mann, Krise. Ja, das war schwierig, hab ich mir schon gedacht. Oh mein Gott, dafür jetzt mein nächster Fakt und der ist wirklich schwer. Ich wurde 2011 Deutscher Meister im Tischtennis. Also in meiner Altersgruppe. Ja, weil bei uns ist es so, zum Beispiel beim Boxen oder so, da gibt es teilweise, dann wirst du hier Brandenburg-Meister oder so, und da gibt es manchmal gar keine Gegner so richtig. Also sagst du, ich ja? Mal, was, Meister oder was? Oder was? Ja, Deutscher Meister am Tischtennis halt. Ach, Deutscher Meister am Tischtennis, dann halt, ja, ich würde ja sagen. Ja? Nö.
Spielst du immer zu Tennis? Nö. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, mal Tischtennis gespielt, so zwei Monate, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ja, okay, mehr. Deutscher Meister. Ja, eigentlich Deutscher Meister müsste da schon einige eigentlich direkt geben. Direkt boom, Alter. Ich war bei Olympischen Spielen dabei. Ach, scheiße, das ist eigentlich dumm gewesen. Ja, scheiße. Okay, nicht schlecht. Korrekt. Okay. Jetzt ist eigentlich gerade wieder Gleichstand, ne? Ja, ist Gleichstand. Jetzt hast du noch einen letzten und der entscheidet jetzt. Ich habe mit Alina schon mal eine Nachricht auf Instagram geschrieben. Boah, wer es nicht weiß, Alina ist meine Freundin, aber die hätte mir das safe gesagt, glaube ich, hat sie irgendwie angeschrieben, deswegen sage ich, nein, hast du nicht. Stimmt. Hast du nicht? Hab ich nicht, nee. Boah, Gott sei Dank, du Wichser, Junge, mach das auch nicht. Das wäre lustig. Oh shit. Oh mein Gott. Aber das Ding ist, Seville zum Beispiel, also den kennen die inzwischen ja auch, haben wir auch schon ein paar Videos gemacht, der schreibt meiner Freundin sau oft auf Instagram. Ja, ich hätte eher gedacht, dass du vielleicht mal so gedacht hast, ich habe ihr einfach mal eine Nachricht geschrieben oder so. Ja, ich habe mal überlegt, so auf eine Story geantwortet oder so. Das kann ja deswegen, echt mal sein, aber. Deswegen, nee, ich glaube nicht. Aber ich auch nicht gemacht. Nee. Oh shit, Digga. Auf jeden Fall unentschieden. Ich würde mal sagen, wenn euch die Folge heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mal am besten wirklich mal so richtig krasse Fakten, die halt fake sind, in die Kommentare, die ich dann von euch quasi nehmen kann bei der nächsten Folge, um den nächsten YouTuber irgendwie reinzulegen. Ich brauche irgendwas Krasses so, wo man denkt, könnte sein, könnte auch nicht sein. Leute, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Nebulix hat auch schon Tschüss gesagt. Schaut auf jeden Fall auch bei Philipp vorbei für freshe Fortnite-Videos. Tschüss, Digga. Und dann würde ich sagen, willst du irgendwas sagen? Tschüss mit Ja, haut rein. Ciao.